Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something. So. So sieht's aus, bin endlich angekommen in Sorong am Hafen. Sehr spannend das Ganze. Wir haben jetzt knapp 7:30. Dummerweise macht der Ticketverkauf erst 8 Uhr auf. Deswegen sitze ich jetzt hier auch noch ein bisschen. Aber naja, solange es nicht regnet, wie gerade eben, schüttet den Ström, passt es ja. Ansonsten kann man hier rüber gucken. War auch das Schiff. Das Blaue ist es. Und ja, dann hoffe ich mal, dass alles gut geht. Hatte mir echt gedacht, vielleicht bleibe ich eine Nacht lang hier in Sorong. Aber ich glaube, die Idee, die habe ich gerade beerdigt, weil in dem Nest kann ich mich sonst beerdigen. Die ganze Nacht und den ganzen Tag. Nicht wirklich irgendwas. Das ist noch runter von der Fähre. Und jetzt geht's aufs kleine Bötchen über zur Insel Kri. Zu meinem Homestay. The anxious in panic, the infinite vastness of all that is blackness. Angekommen im Paradies. Echter Kracher hier. Absolut. Wir haben gerade 2 Uhr in der Nacht. Ich wurde geweckt. Bin hier in meiner Hütte. Und ja, hat sich ein Stromsturm ein bisschen angekündigt. Stromsturm weiß ich jetzt nicht, halt ein Gewitter. Und es ist jetzt ordentlich am Regnen. Habe schnell meine Wäsche reingeholt, damit die mir nicht davon fliegt. Und da die Hütte ja oben hier offen ist nach vorne, lässt es jetzt hier gerade ordentlich rein. Ja, bin mal gespannt. Ne? Man sieht sogar den Fenster den Regen vorne an der Scheibe runterblasen, an der Scheibe runtergehen, also das ist heftig. Hoffen wir, das geht schnell vorbei und so schnell wie es kommt auch wieder weg.